Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, beim letzten Mal haben wir jetzt endlich etwas Holz gefischt. Und wir können mal versuchen, hier weiterzumachen. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Holz. Weniger Holz. Das heißt, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Das heißt, ich müsste jetzt zu allen drei Kisten kommen. Dass ich auch alles bauen kann. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch Wooden Walls. Hat auch noch einen Vorteil, dass man einigermaßen zügig levelt. Okay, was ist mir ausgegangen? Mir ist ausgegangen Holz. Das waren 200 Stück. So, das restliche Holz lasse ich aber erst nochmal in der Kiste. Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. So, kann ich mich noch bewegen? Jo, kann ich. Cool. So, das heißt jetzt, ich gehe jetzt mit 4 hin. Das, was leider nicht funktioniert, ist es mit dem Zaun zu regeln, wie rum das er ist. Also ich habe es noch nicht rausgefunden. So, dann hätte ich gesagt, bauen wir erstmal hier die Mauer entlang. Dass das mal geschützt ist. Ah, fast durch. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Holz. Für die eine Seite. Ich habe ja noch 100. Ja, das Problem wird dann nur sein, ich werde dann trotzdem nochmal was craften müssen. Weil, ah, sehr schön, ich habe gelevelt. So, ich habe 150 Health, das ist schon mal gut. Ich habe 150 Weight, das ist schon mal gut. Dann gehe ich mal auf Crafting Speed. So, und ich habe jetzt 13 Punkte übrig. So, jetzt ist die Frage, was wir alles bauen wollen. Also eigentlich ist ein Bogen ist A und O, aber eigentlich auch das. Ich brauche, Moment, ich habe jetzt bekommen 13 Punkte. Wenn ich jetzt wieder 13 bekomme, ja, muss ich machen. Das heißt, ich mache jetzt den Bogen und werde die letzten zwei aufheben. Und dann werde ich mir auch gleich einen Bogen bauen. So, und dann haben wir schon mal eine sehr gute Angriffswaffe. So, das heißt, ich brauche aber auch noch Pfeile. Dazu brauche ich nochmal Fiber. Und was ich mittlerweile jedem empfehlen kann, wenn ihr unterwegs seid, nimmt immer Fiber mit. Es ist meistens lästiger, Fiber nachzuproduzieren vor Ort, als 200 dabei zu haben, weil die wiegen ja nichts, die Dinger. So, jetzt habe ich 20 Pfeile dabei. Aber ich kann schon mal ein paar Steinchen weniger nehmen. Und ich habe vergessen. Ich habe ja Level 15 erreicht. Das heißt, ich kann mir den Raptor-Sattel. Okay, dann ist der Trike-Sattel bei 20. Das müsste dann der hier sein. Gott.
Auf was man so alles achten muss. Aber man kann jetzt ein wenig auf die Jagd gehen. Oh, und ich schau mal, was ich noch brauche, um ein Zaunstück zu bauen. Da ist er. Also das ist, wie gesagt, ein wenig nervig. Ich hoffe ja irgendwie, dass sie dann noch hingehen und sagen, okay, man kann mit einer Taste drehen. Das wäre noch genial. So, da steckt ein Dino drin. Mit dem will ich noch nicht spielen. Aber wenn der freikommt, der haut mich einfach nur zur Nachbarinsel rüber. Aber ich kann nichts einsammeln, weil ich dann einfach nur tot bin. Ah, sehr schön. Was jetzt auch so ist, wenn man rennt, verbraucht man schneller Essen und Trinken. So, schauen wir mal, ob wir nochmal ins Wasser einen reinsetzen können. Das gerade Bauen ist immer am schwersten. Warum eigentlich auch immer? Oh, hat geklappt. Wow. So, noch mehr Holz. Und es wird schon immer gefährlicher, weil ich jetzt an den Wald ran muss. Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich es erklärt habe, aber mache ich es jetzt in dieser Folge, warum es neue Singleplayer noch gibt. Also ich möchte es mal als Herausforderung nehmen. Ich sag mal, in der Gruppe ist es weitaus einfacher, mal einen Dino oder so zu tamen. Oder aus einer zwickligen Situation rauszukommen. Als Singleplayer ist das schwerer, finde ich. Und das wollte ich halt mal ausprobieren. Wie gesagt, Multiplayer ist in Vorbereitung. Wie ich es dann aber mache, das müsst ihr entscheiden. Kann ich jetzt mal gleich in dieser Folge fragen. Wollt ihr die Folgen dann im Wechsel haben? Oder wollt, sagt ihr, nee, hau beide gleichzeitig raus? Ist halt dann für mich ein kleinerer, größerer Aufwand, dass halt dann zwei Folgen Arc da sind. Wie gesagt, das ist momentan so ein kleiner Breaker, bis Minecraft wieder läuft. Außer natürlich, ihr seid voll Feuer und Flamme dafür, dann wird das noch ein Zweitprojekt neben Minecraft sein. Hallo, Leck. Ich hoffe, dass der mich jetzt nicht angreift, weil ich neben ihm einen Baum haue. Da ist nämlich auch noch ein Problem. Ja, wo war ich jetzt? Ja, genau. Weil das Spiel macht mir richtig Spaß. Also, da habe ich jetzt schneller Stunden angehäuft, als ich gucken konnte. Und vor allem, ich bin nicht alleine. Es spielen sehr viele. Da, ja. Kann ich vielleicht meine Tricks und so weiter, die wo ich im Laufe der Zeit mitbekommen habe, euch weitergeben. Ja, das heißt, der Zaun ist jetzt schon mal soweit fertig. Das heißt, wenn ein Dino an mich ran will. So, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ja, mir ist mein Spiel gerade abgeschmiert. Das kann mal passieren. Das tut
Problem ist, wir müssen jetzt wieder Holz sammeln. Ja, müssen wir halt tun. Da muss ich auch mal gucken, ob es da noch eine Einstellung gibt. Auf dem Server kann man ja mittlerweile einstellen, wann Autosave ist. Und was ich als auch gerade gemerkt habe, man kann er speichert jetzt mittlerweile die Einstellung, die wo man gemacht hat im Haus. War auch noch nicht da. Auch cool. So, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob der jetzt gerade, wie gesagt, gerade konnte der den Ding machen. Also es kann sein, dass ich noch ein paar Wände gebildet habe. So, ja. Noch zweimal so, dann gibt's ein So-So. Das heißt, wir bauen jetzt die Wand rein. Und diesmal kommen wir auch vorbei. Ob da ein Viech vorbeikommt, weiß ich nicht. Aber wie ich die blöden Viecher kenne, ja. Schau mal nochmal. Jawohl, es geht. Sehr gut. So, jetzt müssen schon die Viecher das Tauchen anfangen, um mich zu kriegen. Sag bloß, das ganze Holz ist weg. Ja, was ja auch geht, wenn man jetzt lang 5 drückt, sieht man, was fehlt. Nein, es fehlt Thatch. Und das haben wir im Lager. Und wir probieren. Wow. Ah, probieren wir gerade, ob es noch geht. Ich vermute, wenn ich es jetzt so rumgebaut hätte, dass dann die Außenwand außen wäre. Aber wie kommt man das vorher riechen? Gar nicht. Okay, dann hätte ich gesagt, passt das so? Dann heißt es, wir haben jetzt schon mal unsere Wände. Okay. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was ich rausschmeißen könnte, müsste, sollte? Geht so. Hätte ich gesagt, gehen wir mal ein wenig auf Jagd. Und schauen mal, ob man bisschen was zum Essen finden. Lassen wir mal die Spitzhacke weg. Dass, wenn ich jetzt dann mal mein Gebäude sehe von außen, dass ich dann vielleicht ein schönes Thumbnail-Bild mal machen kann. Schaut doch ganz lustig aus. So. Weiter geht's. Weiß gar nicht, ob es eine Taste gibt, ob man das ausblenden kann. Ich kann mal schnell gucken. Ich überfliege das jetzt nur schnell. Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas mit View. Move backwards. Ne, ich sehe da nichts. So, was aber noch geht, ist, wenn ich jetzt mit den Pfeiltasten nach oben gucke, guckt er nach oben, nach unten und zur Seite. Jetzt werden einige sagen, okay, jetzt könnt ihr mit der Maus auch. Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Entschuldigung. So, ich sehe da hinten rennt ein Vollpfostosaurus rum. Oder Roadrunner. Die jetzt zu kriegen, wird jetzt richtig schwer. Aber wir brauchen mal irgendwann einen zum... Ja. Zum Reiten. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge angehen.
In dieser Folge wollen wir einfach nur mal Fleisch jagen. Ja, okay, bei dem brauche ich nicht mit dem Bogen schießen. Ja, ist er platt. Entschuldigung. Brauch ein bisschen Leder. Wir gucken mal, vielleicht laufen hier auch böse Viecher rum. Aber was ich jetzt ganz schnell mache, ist dich weg und dich nach oben. Nicht, dass ich auszusehen das Zeug dann crafte. Wenn ich dann versuche, schnell auf den Bogen umzustellen. Und da läuft kein kleiner Fleischfresser rum. Schade. Ah, ich sehe einen. Ich sehe einen. Was nicht geht. Also jetzt kann man rennen. Erschreck mich nicht, Vögelchen. Ah, da drüben kämpft ein Raptor mit Spaßviechern. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn wieder erwischt. So, Spooky. Da schaust du jetzt blöd, ne? Oh, voll der Kopfschuss. Schaut lustig aus. Da habe ich nicht getroffen. Und jetzt ist der Pfeil verschwunden. Ah, ich habe ihn wieder eingesackt. Das ist geil. Das funktioniert ja auch. Und, ja, sie können verschwinden, aber sie können auch da bleiben. Alter, das sind 3 Stück von den Viechern. Aber das ist geil gerade. Die spielen gerade Tennis. Trike schlägt auf und Stego schlägt zurück. Die haben überhaupt keine Chance. Ja, da liegen schon 2 Leichen rum und der dritte wird gerade ins Wasser geschossen. Auch nicht schlecht. Ja, der wird verlieren. Gut, dann werden wir mal wieder zurück tigern. Noch ein paar Steinchen mitnehmen. Und dann, ich weiß, ich bin jetzt böse. Aber ich versuche, einen Dodo mal zu erschießen. Ob der Einschuss reicht. Ja, was ich wirklich cool finde, ist, wie das ja alles auch von der Skelettstruktur und so weiter da ist. Das heißt, wenn ich auf den Kopf ziele und auf den Kopf schieße und den Kopf treffe, dann steckt der Pfeil auch im Kopf. Und wird auch so berechnet. Bin ich der Meinung. Er wackelt ganz schön. Look. Da reingeschossen. Ist drin. Und ich habe ihn wieder bekommen. Das heißt, der Pfeil ist nicht gebrochen. Da muss ich dann auch mal ein wenig mehr aufpassen in Zukunft. Dass ich da, ja. Dass er wegen macht. Wie gesagt, was ich ja noch hoffe, ist, ich weiß noch nicht mehr, ob ich das schon mal gesagt habe. An sich das alles aufzuschreiben, ja, da bräuchte ich mehrere DIN A4 Blöcke, glaube ich. Wenn ich alles aufschreibe, was ich den ganzen Tag erzähle. Vor allem, wo ich es erzähle und warum ich es erzähle und, ja, ihr wisst schon. Ja, die Frage ist eigentlich ganz einfach. Ob man Dinos züchten kann. Also das heißt, man hat ein Männchen, man hat ein Weibchen. Weil momentan ist es ja lustig, dass einige Dinos einfach so Eier rauspurzeln lassen. Hast ein Dodo im Stall stehen, auf einmal fällt ein Ei raus und das ist befruchtet oder so. I don't know. Ja,
Und dass dann halt man hingeht und sagt, okay, du brauchst 2 Stück davon. Und wenn sich die mögen oder so, oder auch scheißegal, dass dann man, wie gesagt, ein Ei rauskommt, ist klar. Ja, und dass dann entweder das Ei gebrütet wird. Oder man, wie gesagt, die Eier aufsammelt und selber brüten kann. Entweder mit einer Brutmaschine oder so, primitiv oder wie auch immer. Ja, da komme ich jetzt nicht hin. Und wie es aussieht, geht das auch nicht mehr. Weil früher konnte man dann, wenn man hier oben stand, na doch, jetzt sammelt ihr die Steine ein. Lustig. Laufen wir nochmal. Ja, der Stein ist weg. Den hat er weggekrabbelt. Gott. Funktioniert noch. So, wir sind schon mal hier etwas geschützter. Wie gesagt, irgendwann kommt hier auch noch ein kleiner Anbau davor, dass wir einen kleinen Turm haben. Und da kommt auch noch ein Anbau dran, dass wir da auch noch mehr Schutz haben. Und warum, dass ich gerade Steine sammle wie ein Kranker, ja, ich weiß leider noch, wie viel Steine man braucht in Zukunft. Vor allem, wenn wir den Kühlschrank haben, wird es, ja, sehr viel werden. Ah, das heißt, ich gehe mal ins Inventar von dem Teil hier rein. Oh, Charcoal raus. So, ich hoffe jetzt nicht, dass es leicht Turtle auf dem Spieß gibt. Oder dass es so eine Legende ist, wenn sie merkt, oh, es wird warm, dass ich dann natürlich einen Schritt zurückgehe. Haben wir auch wieder was davon gesammelt und Leder haben wir auch erwähnt. Brauchen wir, wenn wir ja satteln wollen, richtig viel. Das heißt, wir müssen dann auf richtige Jagd gehen. Das heißt, ich werde jetzt, wenn es, schauen wir mal, hart drücken. Ja, wenn es Nacht wird, werde ich jetzt mal hingehen und noch ein wenig Holz hacken. Dass wir dann hier mal weiterbauen können, dass wir das Zeug dann zumachen. Ha. Das alles dann, wie gesagt, beim nächsten Mal, denn die Zeit ist um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.